mit einem Messer rumspielen oder sonstiges. Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video. Und zwar unboxe ich heute diese Box hier. Die ist jetzt sowieso noch ein bisschen zu groß, um das Ganze hier zu zeigen. Und ich habe jetzt auch nicht so viel Platz auf meinem Bildschirm. Auf meinem Schreibtisch hier, dass das Ganze sich besser ausgehen würde. Im Moment den Popschutz noch ein bisschen verbiegen hier. So, und zwar ist das Ganze eine Hülle, die wir jetzt erstmal aufmachen. So gut. Der Inhalt hier sieht sehr, naja, interessant aus. Man denkt sich so, weich, schön und gut. Aber was ist da drin? Da vorne steht schon Schütze, was du liebst. Das deutet ja schon mal darauf hin, dass es eventuell etwas sein muss, das etwas schützt. So, da schließen wir wieder. So, Moment, ich hoffe, das macht jetzt nicht zu viele Störgeräusche im Mikrofon. Das wäre natürlich sehr, sehr dumm. Das Ganze sieht jetzt aus wie ein Brief oder sonst was. Und zwar, ich kläre es jetzt einfach auf, was das ist. Und zwar ist das eine Handyhülle. So, nachdem ich jetzt auch meine Kamera runtergeschmissen habe und ich hoffe, dass es jetzt besser passt, habe ich hier für mein iPhone 6 Plus mir eine Hülle zuschicken lassen, die, ich sag mal, eine Art Panzerschutz bietet. Das heißt, man kann mit der mit einem Messer drauf rumkratzen, man kann damit mit einem Schlüssel drauf rumkratzen und es passiert einfach nichts. Das Ganze ist von der Firma Klaatz. Die haben mir hier zwei Stück zur Verfügung gestellt. Zum anderen komme ich noch am Ende des Videos, weil das werde ich verlosen. Ich öffne das jetzt hier einfach mal. Hier steht eben wieder Schütze, was du liebst. Dann eben noch eine Sicherheitshinweisung und eine Rechnung. Das Ganze benötigen wir aber jetzt hier nicht. Öffnen wir das Ganze hier mal. Und dann sieht das Ganze hier so aus. Ich öffne das. Ich hole mir einfach schon mal das Ganze hier raus. Hier sieht man zum Beispiel nochmal, das ist so eigentlich geil verpackt. Das sieht man jetzt hier nicht so gut, aber da steht iPhone oben zum Beispiel. iPhone 6 Plus in weiß. Ich finde persönlich, das ist so liebevoll und nett gemacht, dass das irgendwie total sympathisch wirkt. So, ich mache das Ganze jetzt mal kaputt, weil im Prinzip ich brauche es ja eh nicht mehr. So, gut, das Ganze sieht jetzt so aus. Ich packe das jetzt mal hier näher zur Kamera. Das Ganze hier sieht so aus, da kommt dann mein iPhone drauf. Somit haben wir dann eine komplette Hülle da oben. Also man sieht dann zum Beispiel, dass das hier, wie gesagt, vorne ist und ja. Cleaning Wipe, das ist so ein Tuch, womit wir jetzt das Handy gleich von Fingerabdrücken und sonstigem sauber machen. Wir haben hier einmal so eine Schablone. Die Schablone ist halt dann dafür da, die, wenn Blasen entstehen, diese zu verstreichen. Dann haben wir einmal hier so Screen Dust Sticker. Das bedeutet, damit kann ich dann das die ganzen Fussel, die dann da oben sind, wegmachen. Dann ein so ein ganz normales Mikrofasertuch. Und was ist das hier? Ein Cleaning Wipe. Also ich schätze mal ein Nasstuch. Ich würde sagen, ich putze das Handy jetzt einfach mal. So, den Protection Layer, wie ihr seht, nehme ich jetzt hier ab. Jetzt haben wir da vorne die Folie und ich werde das Ganze jetzt hier erstmal schön sanft draufkleben. So, ich bin gespannt, wie es wird. Und jetzt schön draufdrücken. So. Ich hoffe mal, es zieht dann keine Blasen. Okay, ich sehe hier schon eine. Das Blasenziehen liegt dann wahrscheinlich aber an mir. So, erstmal hier
noch ein bisschen drüber streichen. Ich möchte, dass alles schön wird. Ich meine, dafür, wenn es eben Blasen wirft, gibt es dann halt noch diese Möglichkeit mit dem Schaber. Der ist ja nicht umsonst dabei, sondern der ist dafür da, wenn es ein bisschen Blasen wirft. Und jetzt steht hier, zieh die Folie am Markierungsstreifen an der Innenseite des Applikators ab. Richte den Applikator an der Ecke, zieh nun den Klebestreifen auf der Vorderseite des Applikators ab, entferne den Applikator nach dem Glas. Super. Gut, ich würde sagen, hier ist glaube ich eine Fettblase, die entfernen wir dann gleich mal. So. Aber du, die ist weg. Und ich glaube, ich nehme das Ganze jetzt einfach mal ab hier. So, nice. Gut, also wie ihr seht, die Folie ist jetzt oben. Sieht man so eigentlich gar nicht. Deswegen werde ich die jetzt noch ein bisschen hier klatschstreifen. Wie ihr seht, habe ich die Schutzfolie jetzt oben. Man sieht hier oben an den Punkten, okay, das sieht man jetzt hier nicht so gut, sieht man, dass da eben ein zweiter Layer oben ist. Soweit ich weiß, kann man das äußere Weiße wieder entfernen, sodass man wirklich nur auf dieser schwarzen Displayfläche das Ganze ja hat. Das bedeutet, dann kann man dann hier oben mit einem Messer rumspielen oder sonstiges. Es wird nicht zerkratzen, das ist wirklich ziemlich, ziemlich nice. Und jetzt hat man mich kurz gesehen. Hallo, hallo. So, gut. Gut. Das lasse ich dann mal. Und jetzt kommen wir aber auch schon zur Verlosung. Set eben fürs iPhone 6 Plus in Weiß. Bitte macht nur mit, wenn ihr wirklich ein iPhone 6 Plus in Weiß habt. Genauso könnt ihr auch mitmachen, wenn eure Freundin, euer Freund, eure Mutter, euer Vater das hat. Das könnt ihr natürlich selbst dann entscheiden. Wäre auf jeden Fall ziemlich, ziemlich nice. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist einen Daumen hoch zu geben, einen Kommentar zu schreiben, warum ihr das Ganze wollt und natürlich Abonnent meines Kanals sein. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's. Schaut auf jeden Fall auch bei Glatz vorbei. Macht's gut und ciao.